Hoffentlich passiert jetzt nichts mit ihr. Hoffentlich nicht. Oder stürzt was ein oder was auch immer. In dem Dach da drüben ist ein Loch. Green Place Market. Hier. Hi. Hi. Danke. Da. Siehst du? Yes. Okay. Hier direkt, wo unser Kopf ist. Wir wieder reinkommen. Erstmal Custeps. Okay, es wird eh gleich laut. Da können wir Steps umgehen. Oder ich probiere mal kurz, ob wir da rein könnten. Naja, wir müssen unten durchkriechen. Okay. Bin ich ja schon wieder beruhigt. Dina, hier drunter. Gucken, ob hier jemand rumspaziert. Alter! Mach was! Ich bin fast down! Alter! Nee, ich bin halb dead, Alter. Nichts passiert. Bitte stirb am Alter und nicht, weil du infiziert bist. Ich will dir wirklich nicht ins Gesicht schießen müssen. Okay. Okay, weiß sie, dass wir immun sind? Aber wir können ja trotzdem drauf gehen, wenn so ein Klicker beißt. Das haben wir ja in Last of Us 1 gesehen. Aber wir können halt durch Sporen durchlaufen. Aber sicher, bis ich für uns quasi bloß wie ein Kratzer, würde ich jetzt einfach fast sagen. Gehen wir es mal da rein, weil das da rausgekommen. Wie hat denn der so gelebt eigentlich? 7 Teile, gut, haben wir schon, dass wir nicht nur Einzelparts finden, sondern auch wegen, ja, Multiparts. Jetzt haben wir Flasche. Ich bin eigentlich. Okay, wir können nicht zwischen Flasche und Brück wechseln, weil wir Flasche dabei haben. Okay, what the fuck? Ich dachte, wir haben Brück dabei. Never mind. Hast du einen Weg aufs Dach? Weiß nicht. Weil in Last of Us 1 konnte man zwischen Flasche und Brück wechseln. Ich war immer Freund der Flasche. Weil die Flasche war für mich lauter und hat irgendwie einen besseren Impact gemacht. Gronkh war der Freund des Steins, weil der leiser ist. Ist der absolut gleiche Effekt. Es ist alles bloß, ja, Intuition, sag ich mal. Eine Pille, 7 Pillen. Und ein Brief. Oh, die Animation ist nice. Wie du ein kurzes Gesicht siehst. Mom, es tut mir endlich leid, was passiert ist. Ich wollte ihnen nichts tun. Ich wollte nichts außer ihrem Laden, außer den Medikamenten. Nichts aus ihrem Laden, außer den Medikamenten. Ihr Mann hat sich auf mich gestürzt. Was hätte ich denn tun sollen? Meine kleine Schwester kann ihre Füße nicht mehr spüren. Ich brauchte das Insulin. Alle horten es für sich. Was hätte ich denn tun sollen? Ich hoffe, er überlebt. Es tut mir leid. Kann man umdrehen? Nee. Ist da irgendwas? Hab was gefunden. Schön. Nice. Wie gesagt, Luther King ist heute am Start. Da scheint es nicht hoch zu gehen. Okay, wait, what? Ich glaube, wir müssen da safe rein. Da hoch? Müssen wir da was rausschieben? Weil da geht safe nicht weiter. Ich habe auch keinen Medkit. Muss ich da was rausschieben? Ne. Hä? Hallo. Danke. Auf den Truck. Und dann da hoch. Okay, also ich war sogar schon richtig. Jetzt kommt noch dieser Riesensprung, den ich ja vorhin sehr oft geschafft habe. Läuft aber. Geh entlang. Nur wegen Loop mitgenommen, ich dachte, das wäre sogar der richtige Weg. Ich habe den Schrank jetzt nicht mal wirklich beachtet. Aber gut, sieht man die Leichen noch, sind die despawned. Der steht noch, der lebt noch und der andere war, glaube ich. Wo war denn der? Hinten, liegt noch eine Flasche. Okay, da scheint sich das erste Mal noch nichts. Bin drin. Okay, gut. Da gibt es jetzt noch nichts. Wahrscheinlich nach der nächsten Tür gibt es Party. Was haben wir denn? Profit. Okay, natürlich wieder so geiles Wirtschaftsdiagramm. Wie man am besten Profit schlägt. Oh ja, schön. Auf den Akten ein bisschen Muni bunkern. Was haben wir da? Demografie. Welche Altersgruppe einkauft? Okay, können wir das schieben? Schaut mir voll so aus. Da! Geht's los. Alkohol. Hey, ich hab Alkohol. Ein paar Lumpen. Oh, sie hat auch was. Hier,
Versorg dich. Nice, Matt getroffen. Die Uhr zeigt. Die Uhr macht gar keinen Sinn. Weil bei der Uhr ist ungefähr 22.55 Uhr, müsste aber der Stundenzeiger deutlich weiter oben stehen. Oh ja. Wir können eben so ein Medkit herstellen. Ja, cool. Was haben wir jetzt da hinten? Ich drück doch R1, hallo. Hä? Komm, ich drück. Ihr seht oben, ich drück R1, aber ich kann ja noch üben switchen, hä? Ja, jetzt, warte mal. Jetzt geht's, hä? Okay. Da wollen wir hin. Ach, das war einfach das da, okay. Das. Gut, wenn das nicht mehr nur das ist, dann nehmen wir das Medikit, balle uns kurz halb rein. Kurze Pause, kann sein, dass es gibt, ja. Ich würde aber beim nächsten Zeitsprung würde ich fast sagen. Da drin sind Sporen. Weil ich, wie gesagt, ich will die Aufnahme nicht so lang machen, dass es gut schneiden kann. Oh, guck, wir ziehen wirklich eine Maske auf. Dass wir nicht obvious sind. Okay, das ist interessant. Das ist interessant. Und wir haben neue Art von Masken. Denk dran. Ich will dir nicht ins Gesicht schießen müssen. Ah, ganz reizend. Ich finde es. Die Sporen sind die schon länger hier. Halt nach älteren infizierten Ausschau. Ja. Ich finde es sehr vorteilhaft, dass wir das Spiel nicht mit Soldaten oder halt Menschen killen starten, sondern nur Infizierte. Das war ja das, worüber ich mich im Einserwing beschwert habe. Das war das einzige Punkt, dass du halt sehr, sehr viel Hunter quasi zum Killen hast und nicht wirklich Infizierte. Das war mir ein wenig zu viel Hunterei. Gerade das eine Gebiet in Pittsburgh, glaube ich, wo du nur Hunter, ein kurzes Gebiet mit Infizierte, das war dieses Keller-Ding im Hotel unten. Das war mir ein wenig zu, das Gebiet war mir ein wenig zu hart. Oder eher unbalanced. Aber sonst sehr, sehr geil. Da oben liegt was. Greenbase Market Mitarbeiter des Monats. Ist er Lese? Ich mache halt extra keine Lampe an, weil ich sehe mit der Lampe durch die Sporen irgendwie. Okay, das sieht sogar jetzt mehr. Das ist gut. Wenn es halt Hunter sind, die sehen das Licht ja. Wahrscheinlich mit der anderen Seite, oder? Oh, nicht einmal. Das ist ja auch, das ist jetzt frech. Wir haben ja schon beide die Muni-Kapazität, ne? Durch unseren. Ah, geil, Schlossknacken, bitte! Durch unsere Vorbestellung. Oh, was ist denn das jetzt hier? Hä? Wie viel hat denn der? 100? Oh Gott. Ich habe 20 geknackt, glaube ich, ne? Da, 7 ist es. Ach komm, Alter. Ich glaube, dass es 7 ist. Alter! Wenn ich das natürlich rechts-links verschoben machen muss, dann ist natürlich ein Problem. Ach komm. Ist es überhaupt 7, 13, 7? Da geht's ja schon mal los. Wenn ich jetzt hier 1000 Dinger probiere.
Das ist doch 18. Ist es 7, 18, 7? What the fuck, Alter? Geh doch, ich geh doch nicht 300 Dinger durch, dass ich den Scheiß save, aber ich will den save. Ach, Notizzettel wäre vielleicht eine Idee, ne? Die kriegst du ja so überhaupt nicht, ey. Oh. Da haben wir es jetzt wahrscheinlich, Alter. Lesen. Yo, Grüsten, ich habe das gute Zeug für dich im Safe gelassen. Die Kombi ist das Datum, an dem ein braver junge Mitarbeiter des Monats geworden ist. Verkauft der Versch. Verkauf oder verschenk bloß nicht. Dafür sind das. Die sind für deinen Rücken. Okay, Mitarbeiter des Monats. Stopp, erstmal kurz das mitnehmen. Jawohl, Rifle ist immer gut. Okay, wo war Employee of the Month? 2013. Wer zum Fick ist denn jetzt sein Bruder? Es ist einfach 2013. Okay, wir haben nicht so viele Möglichkeiten. Wir haben 9. Also wir haben 1. 2. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Ich hoffe, dass die Drehrichtung egal ist, ne? Eins, zwei, vier. Dreizehn. Sechs ist das nächste, ne? Ich will den Safe haben. Ja, scheißegal. Ja, die haben trotzdem Monat, ja. Die haben nicht. Haben die YYYYMMDD? Probieren wir es mal durch. Also. Das bringt nichts. 9 hat man noch. Ja, ich will den Safe haben. Okay, wir müssen jetzt nochmal schauen. Ich muss den Zettel nochmal durchlesen. Vielleicht steht irgendwo ein Name drunter. MMDDY. Ja gut, wir haben ja keinen Tag. Wir haben bloß einen Monat. An dem mein Bruder, also höchstens er. Das wäre dann Februar, Juni. Das ist der Hund. Februar, Juni, August. Februar, Juni, August. Wollte ich hier noch irgendwas? Schauen wir mal kurz. Vielleicht haben wir irgendwie ein Bild vom Bruder oder Nachricht. Da geht's dann weiter. Oh, ja, guck mal. Ja, ja, gleich. Den Safe kriege ich mal auf. Hundertprozentig. Lumpen.
Was haben wir jetzt gesagt? Wer war männlich? Februar, Juni, August. 2, 6, 8. Der Zettel eine Rückseite. Das kann ja auch mal schon. Ich glaub's weniger. Die Kombi ist das Datum, an dem mein braver Junge Mitarbeiter des Monats geworden ist. Rückseite gibt's nicht. Also müssen wir jetzt erst 2013 eingeben oder was? Ich weiß, ob die Drehrichtung eine Rolle spielt. Also wenigstens schon mal das Ding haben wir reduziert auf ein paar aus. Und jetzt gehen wir mal erst mit. Oh fuck, was war denn jetzt? Februar, was erste, ne? Braver Junge ist der Hund. Fuck, welchen Monat war der? Juli? Hätte ich noch lange überlegen können. Juli. Fuck, stand da. Ich hab da stand doch Bruder, Alter. An dem ein braver Junge. Wie komme ich jetzt auf Bruder die ganze Zeit? Ich hab's wieder vergessen. Ich habe gerade wegen Fischgedächtnis. Juli 13, also 07/20/13. Probieren wir es einfach mal. Vielleicht haben sie auf die deutsche geändert. Keine Ahnung, ey. 07. Ich hoffe, dass. Mal gucken, ob die Richtung galt. Das wissen wir nicht, was der Code sein muss. Ich war schon wieder falsch rum. Ja, die Richtung ist egal. 12 Schrauben. Nice. 6 mal Pillen, 8 mal Pillen. Ein wenig Alkohol und das ist das Dope, was wir nicht mitnehmen. Braver Junge, wie komme ich denn auf Bruder, Alter? Jetzt schauen wir mal, was wir hier machen können. Okay, also das brauchen wir, Trainingsbücher. Das da, Verbesserung für Nahkampfwaffen. Volle Haltbarkeit wiederherzustellen. Naja, wir spielen gerade Ellie, die hat eh ihr Messer. Bin ich im Lauschmodus schneller? Ich will aber keinen Lauschmodus, ich will das Medikit haben. Bei Heilung und das will ich halt auch haben. Was machen wir da? Fertigung will ich eigentlich nicht. Das müssen wir dann erstmal freispielen. Aber bis ich ja Waffe erlangt habe. Der macht aber 50%. Fuck, ich muss beide Linien machen. Ich will aber keinen Lauschmodus. Aber wir müssen es machen. Allein schon habe ich ja dem da unten. Scheiß drauf. Also wird doch nicht disabled. So, jetzt brauchen wir ein paar. Jetzt haben wir noch 11 Stück. Okay, thanks. Thanks, Chat. Oh! Nicht verletzt. Bitte nicht. Klicker. Weg, 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 weg. Verfluchte Klicker. Auf geht's. Super leise. Ich kann die mit dem Messer. Alter. Alter, regnet es draußen gerade? Keine Ahnung, es ist egal. Wie gesagt, die haben keine linearen Wege mehr. Und ich habe jetzt keinen Bock, dem hinterher zu laufen und dreht auf einmal rum. Ich will nicht wissen, bis der wieder herkommt. Aber ich will den Laden dann auch durchsuchen. Das ist ja sowieso klar. Haben die mich jetzt gehört? Weil ich mich gerade schnell bewegt habe. Weil die Anzeige war ja leise bewegen. Ach du Scheiße, Alter. Aber die sehen ja nichts. Das ist mein Vorteil. Die sehen nichts. Heißt, ich kann die Taschen nochmal hier ranlassen. Fuck, gehst du links oder rechts rum? Du gehst dann rechts weg, oder? Dann kann ich hier von hinten killen. Okay, fuck, du gehst nach links weg. Okay, fuck. Ich mache ja gerade gar nichts, Alter. Ich will dann Molly schmeißen.
Das machen die im gleichen Rhythmus? Was ist denn eigentlich los mit denen? Hören die anderen das? Eins von drei. Ich habe zumindest drei gesehen. Der und der hinterm Dresen war, glaube ich, noch einer. Oder war das der, der jetzt links ist? Ich glaube, der ist die hier hinterlaufen, oder? Nee. Die haben eine neue Klicker-Animation gemacht. Und gib mir das Dreieck. Ich sehe zumindest nichts da hinten. Diese blinden Viecher sind gruselig. Yes. Sehen wir nach, ob ansonsten alles aber irgendwo geil. Und dann lass uns von hier verschwinden. Ganz ehrlich, ich kill. Verstehen uns. Ich kill lieber Clicker wie Hunter. Ich mag Hunter nicht. Also gegen Menschen zu kämpfen finde ich scheiße. Weil du kannst gar Steps machen, kannst auch nicht laut sein. Also kannst gar Steps machen, kannst die Taschenlampe auch nicht anmachen. Bei Runnern, die sind sowieso halb dead. Die stehen meistens bloß AFK rum. Und Clicker kannst die Taschenlampe wenigstens anmachen. Aber sind halt auch One-Kill, ne? Also da musst du nicht denken, ey. Gehen wir mal da wenig durch. Also gut, wenn es jetzt ein Shotgun ist, natürlich ist das was anderes. Da ist die Tür. Thank you for visiting Westons. Warte mal, Westons, war das nicht gerade das Ding von dem Aussichtsplattform? Sind wir da jetzt so schnell hingekommen? Sind wir gefühlt 2 Kilometer weg. Okay, jetzt schauen wir uns hier erstmal kurz um, bevor wir hier irgendwas machen. In jedem scheiß Regal kann jetzt irgendwas liegen, was für uns wichtig ist. Kann liegen. Wichtig ist, ob wir was finden. Ja, das machen wir gleich. Flasche. Hinterm Dresen war ich schon, oder? Ja, da war ich schon. Dann war das ganze Ding nicht so wirklich erfolgreich, aber vielleicht kommt jetzt noch was. Moment, was ist da? Ah, da kommen wir, glaube ich, jetzt gleich rein. Sehr schön. Aus den Knien. Aus den Knien, richtig, weil sonst hast du nächste Nacht Kreuzweh. Employees only? Ja, egal. Ich habe ein Geschenk für dich. Oh Gott. Ich nehme es gerne an. Ich nehme es einzeln mit, weil ich mir die Pillen mal nicht sehe, wie viel es sind. Ellie. Wait a second, habe ich gesagt. Oh, mich ist glücklich. Hier. Danke. Molotov setzt seine Bereiche in Brand. Halte zum Zielen L2 gedrückt und drücke R2, um hohen Bogen zu werfen. Was geil ist, was man jetzt auch sieht, der Stoff geht in die Flasche rein. Das hat man in Last of Us 1 nicht gesehen. Das hast du wirklich, da denkst du, das ist so ein Glasrohr oder so ein Scheiß. Ist es nicht. Ich kann mir jetzt auch ein wenig drehen hier. Also es dreht sich, du kannst das ganze Objekt einfach anschauen. Ich dachte, drehen. Ich bin Profi. Wenn man als erstes Objekt die Bonk hat, die man drehen das konnte. Noch nicht. Oh fuck. Der Step war jetzt ein Fehler. Drei Viertel Lump, wir finden tatsächlich. Oh scheiße. Glasboden, ich hasse es jetzt schon. Wenn wir jetzt darauf auch noch aufpassen müssen, macht der scheiß Lampe aus, wenn da Hunter sind. Runner sind. Sorry. Hunter, Runner hört sich aber gleich an. Komme ich öfter mal durcheinander. Oh, oh, oh. Nicht ohne mich. Da lag auch noch was. Alter, bin ich blind? 12 Pillen? 11 Pillen? Okay, ich darf mich hier, glaube ich, nochmal kurz umschauen. Ich kann ja gleich wieder was machen, oder? 38. Wenn du Medikit ist schneller, das ist gut, aber das will ich halt auch machen. Was haben wir da? Fertigungszeit ist eigentlich nicht so wichtig. Wir machen jetzt trotzdem erstmal das. Geht gefühlt echt schnell, außer das geht dann noch 10 Mal nach unten. Aber dieser Durchstehen, dieser Grid-Damage. Also, du hältst den quasi aus, blöd gesagt. So ein Rifle-Shot. Kann man da drüber loopen? Oh ne, Alter.
Schauen wir mal. Hier sind ganz schön viele. Ist alles vertreten, Klicker-Runner. Mach die den anderen Runner grad. Dann weg, wir haben den Molotow. Die hat ihn nicht! Was machst denn du nachts? Diener! Nicht da Elchkopf? Ja, echt. Klicker Runner vom Haufen. Die läuft da aber weiter, vielleicht kommt die nochmal vorbei. Ja, sie durch den Spalter durchkommt, ey. Ich glaube, wir haben drei Klicks. Ich glaube, die kann man. Ja, wir benutzen den Molly direkt. Die holen wir uns von dem anderen Ding. Müsste die einzigen beiden Runner sein. Dafür bald drei Klicker. Mach doch die fucking Lampe aus! Klicker macht uns nichts. Der hört höchstens jetzt die. Oh fuck, Alter, hören die uns das? Sehen uns Klicker oder ist da noch ein Runner? Wie war das? Das war ich ja dem Geräusch. Da ist noch einer. Okay, fuck, wir müssen die Flasche schmeißen und dann Molly. Ich weiß nicht, wie laut die Flasche hören.